Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder, euer Sadu mit einer neuen Folge Imperator Rom, wir spielen als Kusch. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Primärerben, unseren Sohnemann, verheiratet. Die Hochzeitsglocken haben gebimmelt. Ach so, ja, und wir haben Nahrungsprobleme in unserer Hauptstadt, aber da versuchen wir jetzt gerade noch eine, oder wir etablieren da jetzt gerade eine Importroute, dass wir dann ja, eine neue Handelsroute annehmen können. Getreide aus westliches Delta können wir machen. Das war Hadramut hier unten gelegen. Und wir können ein neues Omen machen. Wir haben jetzt noch Frieden bis nach 6 Jahre. Und dann geht es wieder gegen Ägypten, um die endgültig hier aus Nordafrika zu vertreiben. Von daher, wir könnten was für die Nahrung machen. Oder aber Zufriedenheit, falsche Kulturgruppe. Wir haben ja immer noch hier oben im Norden, in den eroberten Gebieten, andere Kulturen. Oder wir sagen, nationale Produktion von Bürgern erhöhen. Das wäre natürlich auch eine Variante. Ich denke, wir werden das nehmen. Segen vom Ptah. Produktion von Bürgern plus 34,56% nehmen wir in Anspruch. Nochmal Getreidehandeln aus dem westlichen Delta. Wir müssen uns aber mittlerweile mal anschauen, haben wir hier denn noch genügend Getreide? Nahrung ist immer noch stabil. Dann handeln wir das. Klar, gern doch. Ja, Ägypten, die Kornkammer der Antike. Ja? Ihr seht das. Ein extrem fruchtbares Gebiet hier entlang des Nils. Ein neues Ereignis, ein kleiner Nachtrag. Amyrtus Amos hat einen kleinen Nachtrag zu einem oft zitierten Gesetz vorgeschlagen, das sich auf die Rechte des einfachen Volkes bezieht. Er sollte wenig Aufwand erfordern, dies durch den Hof zu bringen. Nicht dieses Mal können wir sagen, oder wir sagen, eine kleine Investition konnte nicht schaden, oder? Es kostet uns 10 Politikeinfluss, wir bekommen 6 Stabilität. Nehmen wir. Über 80 Stabilität. Ich habe mir mal die Gesetze angeschaut, aber da ist nichts Gescheites dabei, was wir einsetzen könnten. Und daher, ja, brauchen wir jetzt keine Stabilität investieren, um neue Gesetze da zu schaffen. Wir haben über 4000 Gold und was? Oh, irgendjemand hat irgendwas gestohlen. Diebstahl! Pcheramon Mago. Dieser hinterhältige Schurke ist letzte Nacht in der Villa von Pcheramon Mago eingebrochen und hat eine beträchtliche Menge wertvoller Gegenstände mitgehen lassen. Ein Beweis dafür ist schwer zu finden und im Moment können wir nichts weiter tun, als einen höhnischen Blick zu dulden. Verflucht. Maneto, unser IT, verliert 200 Gold. Und er hier bekommt 200 Gold. Na dann, verflucht. So, neue Erfindung können wir tätigen. Wir haben ja hier neue militärische Technologiestufe erreicht. Unterhaltskosten für die Armee, Belagerungsingenieure oder Festungsverteidigung. Wir stehen auf Gold und wir werden die Armee-Unterhaltskosten um 10% reduzieren, indem wir die Bezahlung im Ruhestand erfinden. Indem wir die zu erwartende Bezahlung von Soldaten in Lohn und Ruhestand aufteilen, profitieren wir davon, dass viele einfach nicht lange genug leben werden, um sie zu beanspruchen. Sehr makaber, aber auch sehr wirksam, da es uns ordentlich Gold einbringen wird.
Getreide für Byblos aus dem westlichen Delta geben wir euch. Was passiert eigentlich sonst so? Karthago? Oh. Gegen wem hat denn Karthago hier alles Krieg? Ja, gegen Stämme auf der Iberischen Halbinsel. Wird sich Karthago sicherlich durchsetzen. Mal gucken. Und die Seleukiden sind im Frieden und werden stärker. Der Rekrutenreserve. Maurya hat wieder Krieg gegen Antra. Hm. 260 Kohorten gegen 220 Kohorten. Krass. Auch wichtig für uns, dass Maurya stark bleibt und den Seleukiden ordentlich Paroli bieten kann. Hervorragende Bedingung in Dirella. Kennen wir auch schon das Event. Wir können jetzt Gold daraus rekrutieren, also abschöpfen. Nutzt diesen Glücksfall, 672 Gold würden in unsere Schatzkammer fließen. Oder wir sagen, wir könnten unsere Lehre daraus ziehen und es auf die gesamte Provinz anwenden. Sklavenlokale Produktion plus 10, Sklavenlokale Zufriedenheit plus 10. Das würde 10 Jahre anhalten, kostet uns nur 15 Politikeinfluss. Oder wir sagen, sie haben es unter Kontrolle. Ebenfalls 10 Jahre lang 20 Produktion für lokale Sklaven und 20 Produktion für lokale Zufriedenheit. Was ist denn dann aber hierzu der Unterschied? Achso. Die gesamte Provinz Südnubien erhält das, oder hier würde es nur die Stadt Dirella bekommen. Ja, dann nehmen wir das natürlich für die gesamte Provinz Südnubien in Anspruch. 10% überall dazu für lokale Produktion und lokale Zufriedenheit. Für 15 Politikeinfluss, na klar, machen wir das. Wir könnten unsere Lehre daraus ziehen und es auf die gesamte Provinz anwenden. Ja, die aggressive Expansion geht langsam zurück. Aber halt wirklich nur langsam. Fällt mir gerade ein, wir sollten mal hier nachschauen. Was haben wir denn? Ach, wir haben immer noch die merkantile Haltung. Also gerade bei so viel aggressive Expansion sollten wir uns dazu entschließen. Ja. Ja, doch. Beschwichtigende Haltung einzunehmen, weil das senkt noch weiter die aggressive Expansion. Wir verlieren zwar hier eine Menge an Gold und die Handelsrouten, Erstellungskosten werden auch nicht mehr um 40% gesenkt sein. Und die Meinung anderer mit merkantiler Haltung, die positive plus 30 geht dann auch weg. Und Meinung anderer in diplomatischer Haltung war plus 20 wahrscheinlich auch. Wir werden das aber trotzdem machen, beschwichtigende Haltung. Damit die aggressive Expansion schneller runtergeht. Ja, dafür bekommen unsere Verbündeten plus 25 dazu in der Diplomatie, also Meinung uns gegenüber und Meinung anderen diplomatischer Reichweite plus 10. Das ist okay, es kostet uns halt in Anführungsstrichen nur 30 Politikeinfluss, aber die aggressive Expansion, wir hätten das schon viel eher machen sollen. Hier runter zu bekommen ist auch extrem wichtig. 142 Gold machen wir. Mal schauen, wie viel das dann noch danach ist. Ja, 129. Also es ist schon enorm, was wir da an Gold jetzt einbüßen. Aber wir wollen halt so schnell wie es geht die aggressive Expansion hier runter bekommen. König Theokritis bittet Freundschaft an. Von Blemien ist das einer. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir brauchen ihre Freundschaft nicht. Geh weg. So, neue Erfindung. Nehmen wir Belagerungsingenieure. Plus 1 Tormenta. Alle Arten von Belagerungsmaschinen fallen in die Kategorie Tormenta. Wobei sie häufig kinetische oder brennende Geschosse abfeuern, die Zerstörung und Panik verursachen sollen. Nehmen wir das.
Behandlung erfolgreich. Scheibenkleister. Unser mieser Primärerbe ist wieder gesund. Er verliert die Eigenschaft Rohr. War es denn knapp für ihn? Hm. Geht so. 50% Gesundheit. Minus 7 für Karthago, aber Krieg geht ja auch noch nicht allzu lang. Ach, Scheibenkleister, ich hab's gerade noch so gesehen hier. Wohlstand war ausgelaufen, Ereignis war der Schlange. Shit. Da ist uns was durch die Lappen gegangen. Ich wollte nachschauen, wie hier der Krieg für Maria läuft. Gut. Minus 11 für Antra. Ne, für Antra. Also schlecht für Maria. Nicht gut. Makedonien hat auch diverse Kriege. Okay. Die wollen hier nach Norden expandieren. Plus 99 für Thrakien. Ach, das ist ein ganz anderer Krieg. Die sind da irgendwie mit hineingeraten. Makedonien. Thrakisch-Moesischer Krieg. Wo ist denn hier Thrakien? Das ist nur noch ein ganz kleines Gebiet hier. Ah, die haben ein Bündnis mit Makedonien. Stand es plus 99, also. Anscheinend wird Thrakien da sich das Gebiet hier unten sichern. Er ist wieder krank geworden. Ach nein, das sind wir selbst. Arthritis. Schlecht. Ich wollte mal mir das anschauen, ob die denn den Krieg hier gewinnen. Oder ob Moesien noch irgendwas tun kann. Plus 99 für Thrakien. Lian möchte Getreide aus dem östlichen Delta. Kommt ihr? Ah, wir können eine neue Handelsroute etablieren. Ja, jetzt müssten die eigentlich bei 100% sein. Nein, 99% noch, aber die könnten doch jetzt hier Frieden schließen. Wer weiß. Handelsroute. Ganz wichtig, wir brauchen eine Nahrung unbedingt. Getreide. Nutzvieh. Ich schaue nur nach, ob wir das noch mit irgendjemand anders handeln können. Oder nur mit uns selbst. Gemüse bringt auch 10% Nahrung. Ah, hier. Mit Taifa. Arabischer Regionalmarkt. Nehmen wir gern dazu. Und es reicht nicht aus. Verdammter Mist. Was ist denn hier los? Wir haben einfach zu viele Bürger, oder? Die fressen wie die siebenköpfigen Rauben. Ein Gebäude, was irgendwie Nahrung kreiert, gibt es ja nicht. Ja, können halt nur den Kornspeicher hier bauen, aber das erhöht nur die Kapazität. Scheibenkleister. Ja, dann müssen wir halt noch eine Infrastruktur Investoren anlocken hier. 76 Politikeinfluss ausgeben. Nicht, dass uns in der Hauptstadt die Nahrung hier ausgeht und uns die Leute verhungern. Das wollen wir auf keinen Fall. Greta möchte Getreide, könnte haben aus dem östlichen Delta. Erfindungen können wir auch wieder tätigen. Wir nehmen, hatten wir ja gesagt, nochmal die befestigten Lager aus den militärischen Fortschritten. Festungsverteidigung plus 5%. Wir bringen unseren Armeen die Fähigkeiten bei, die sie benötigen, um befestigte Lager zu bauen. Wobei sie nur die verfügbaren Materialien verwenden. Wir können gleich vom Geld her noch mehr ausgeben.
Zufriedenheit, Staatsreligion plus 2%. Stoismus. Die Verbreitung des Stoismus als philosophische Bewegung verkörpert den Glauben an einen universellen Geist, dem alle Menschen gleich sind. Hört sich doch gut an. Stabilität, wir können Opfer an die Götter tätigen, aber leider fehlen uns die nötigen Politikeinflüsse, die Punkte. Aber wir haben sie bald beieinander. Jetzt Opfer an die Götter. Unermüdliche Hingabe. Leonatos Agit pflegt einen guten Ruf als Mann von Anstand und Ehre. Solche Tugenden geben unseren Bürgern einen Grund dazu, sich sicher und geborgen zu fühlen. Hervorragend. Drei Stabilität dazu. Jetzt müssen wir aber wieder ein bisschen Politikeinfluss sparen, dadurch, dass wir jetzt halt zwei Importrouten erstellen müssen in unserer Stadt. Ist da war das ordentlich unter dem Politikeinfluss gelitten? Also hat unser Politikeinfluss gelitten. Unser Erspartes. Ein Kind wurde geboren. Sehr gut. Byblos möchte Getreide. Könnt ihr bekommen aus dem östlichen Delta. Dort haben wir genügend Getreide. In 4 Jahren können wir Ägypten wieder den Krieg erklären. Das kann alles noch besiedelt werden hier. Automalax heißt die Provinz. So, hat Thrakien sich jetzt hier durchgesetzt? Ja. Seht ihr? Die haben Moesien erobert. Drüben hat Makedonien auch schon. Die Krim hat Makedonien auch schon weitestgehend unter Kontrolle. 250 Kohorten. Sie kriegen euch 330. Aber die werden ihre Kohorten natürlich auch hier an der marianischen Grenze haben. Interessant zu sehen, wie das Aufeinandertreffen hier ausgehen wird zwischen Seleukidenreich und Makedonien. Lagerbestand verschwunden. Unsere Nahrungsvorräte. Uns wurde berichtet, dass ein erheblicher Teil der staatlichen Nahrungsvorräte in Provinz Farfara über Nacht verschwunden sind. Was hier in der Provinz? Über den Verbleib der Vorräte wird noch immer diskutiert. Einige behaupten, eine Gruppe telugianischer Kaufleute hätte einen inkompetenten Angestellten erpresst. Andere, dass ein rachsüchtiger Gott sie vor Wut in Luft aufgelöst hat. Auf jeden Fall sind die Vorräte stark verringert. Was haben wir denn jetzt hier zur Auswahl? 4 Sachen stehen uns zur Auswahl. Lydidas hat die Verantwortung. Manetho erhält 10 Beliebtheit. Der Statthalter von Oberägypten verliert 20 Beliebtheit. Ja, könnten wir uns durchaus leisten. Oder es kostet uns 100 Nahrung. Dann bräuchten wir die 20 Loyalität hier nicht einbüßen und wir bekommen. Er wird sogar loyaler uns gegenüber dann. Köpfe werden rollen. Nee, bekommen Beliebtheit, aber wir bekommen Tyrannei. Muss nie unbedingt sein. Statthalter von Obergipfel hält 5 Loyalität. Also die Nahrung ist so oder so futsch. Oder wir sagen, sie können einfach Neues anbauen. Statthalter verliert 10 Loyalität. Die Provinzverfahrer verliert 20 Loyalität. Also wir investieren hier die 100 Gold und sagen, wir müssen sie einfach zurückkaufen. Genau so sieht's aus. Fahrer. Haben wir die jetzt auch so zurückgekauft? Gleich instant sozusagen? Ja, anscheinend ja. Ihr seht das hier, Provinz, also die Kapazität. Unsere Lager sind prall gefüllt in Fahrer. Sehr gut. Ja, da kann man ruhig mal die 100 Gold, sag ich mal, in die Hand nehmen und dort den Menschen was Gutes tun. Damit sie nicht hungern müssen, wenn vielleicht die Nahrung weg ist. Wobei, sie machen ja eigentlich auch Plus, ja. Ja, 9,5. Ertragreiche Ernte.
Sehr gut. Kennen wir das Event? Wir nehmen natürlich das. Ja, Gold haben wir diesmal genügend. Wir haben aber auch genügend Stabilität. Wir sind ja ganz gut aufgestellt im Moment mit beiden. Die Stabilität nimmt so oder so jetzt schon ab, da wir eine sehr hohe Stabilität halt haben. Ja, wir sollten den Preisrückgang besser limitieren und nehmen die 1600 Gold. Das bedeutet aber, wir können hier eigentlich nochmal ordentlich in die Vollen gehen mit den Erfindungen. Und diese Erfindung, oh wow, wir haben 6000 Gold in der Schatzkammer. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön, Freunde der Nacht, oder? Ja, und dann schauen wir uns in der nächsten Folge dann die Erfindung an und werden nochmal schön in die Vollen gehen und ordentlich Gold ausgeben für ein paar nette Erfindungen. Freunde der Nacht, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts unten gibt es den Button, um meinen Kanal zu abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es da heißt: Sahadum zockt Imperatorum mit Kusch. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.